Aber an sich... Descent into Heresy. Was ist denn Heresy? Oh, Descent, Descent... Steige hinab into Heresy. Ah, das interessiert mich. Da werde ich gleich mal kurz nachgucken. Aber ich gehe erstmal... Ich warte erst, bis ich im Höllenkreis selbst bin. Vielleicht kann ich mir das ja auch irgendwie erschließen. Mit das war klar. Ach, nervt mich doch nicht. Das hat doch eh alles keinen Sinn. Oh. Das war jetzt wirklich die drei. Mhm. Wo kommen jetzt wieder drei jedes Mal? Nee. Da sind jetzt noch Flugviecher, die mir auf den Keks gehen möchten. Oh oh. Es wird aber knapp. Oh mein Gott! Flaming! Warum brennt es da? Gut, warum brannte es da? Glaube ich, die bessere Frage. Was ist das? Sind da Menschen drin? Oder was schreit da? Also muss ja wohl, irgendwas muss ja drin sein. Ah, ist bestimmt die Gasleitung. Nein. Jawohl, einer ist tot. Smoke, smoke, weed, weed, every day. Und alle anderen sind nun auch tot. Ah, voll reingespannt. Hui. Au. Ja, zum Glück ziehen die Sachen nichts ab. Okay. Nochmal ein bisschen. Uns ein bisschen mehr Mühe geben. So. Können mich alle mal. Die Frage ist nur, wo muss ich denn jetzt hin? Nach links oder nach rechts? Ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts. Ja, ich hoffe mal, das schaffe ich mit dem Sprung. Ja, ganz gediegen. Hallo. Ich hoffe nicht, dass ich direkt sterbe, wenn ich in die Flammen trete. Das ist aber auch jetzt ein Scheiß-Timing, muss ich ja schon sagen, ne? Ja, super. Das drei. Ich schaffe es nicht. Ich glaube, da kann man aber auch nicht hin. Nee, da kann man nicht hin. Da war zwar so ein dunkler Stein, wo man vielleicht hätte drauf landen können. Also sah es für mich nicht landefähig aus. So, und weg. Das ist gediegen. Das ist auch gediegen. Komm, mach weg. Danke. Oh, was ist das? Was war das? Okay, die mächtigste Sonne der Welt offensichtlich. Und eine sehr starke LED. Hey, wer geht? Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Heresy, so. Einen Moment, ne? Ich möchte auch wissen, worum es hier geht. Deswegen habe ich hier gerade mal mein Tableau rausgeholt. So. Goggle. Pft. Hier ist halt Heresy, ne? Heresy. Und was sagt er? Ah, nichts. Eine Hardcore-Band habe ich gefunden. Interessant. Das ist... Ketzerei. Ah, okay. Alles klar. Gut. Da müsste ich eigentlich auch drin landen, wahrscheinlich. Here you will find the heretics and followers of every cult and pagan sect, all buried together, burning in eternal fire. Might those damned here be seen? Oh, cool. Was ist das? Wage of Farinata. Was macht der denn? All fountains are immediately broken up. Upon use. Okay, das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Da muss ich nicht immer Kreis drücken. These tombs remain closed until from Jehoshaphat and the last judgment they return with the bodies they have left above.
Dankeschön fürs Geschenk. Brauche ich irgendwas? Ja, komm. Nico, mal fertig machen. Genau, also das Kreisdrücken hätte ich mir jetzt sparen können. Ich wäre direkt... Pff. Die Tür hat mir jetzt ein bisschen leid getan. Die hat so leidende Geräusche gemacht. Ach, du schon wieder. Was willst du? Ui. Daneben. Bums. Ich denke mal nicht, dass ich in diese Flammen da während des Kampfes irgendwie gelangen sollte. Das wäre wahrscheinlich nicht so cool. Lass doch mal auf. Ach was. Dein Sturmangriff hat eine höhere Priorität als meiner. Das ist aber unfair. Töte ihn! Und Flash. Das war's? Hä? Verstehe ich nicht, Entschuldigung. Sesam, öffne dich! Ach, das war klar. Ach so, no. Das geht gleich eh wieder an, deswegen hol ich die jetzt erstmal alle hier hin. So. Du wirst gleich sterben, wenn das Feuer angeht, ne? Das weißt du. Komm lieber hier hin. Au! Arsch! Er hat gesessen. Fopp! So, jetzt zack. Aber vielleicht geht das Feuer doch nicht wieder an. Aber vielleicht ein Irrglaube meinerseits. So. Und nochmal. Kopf weg. Nicht wegen Ketzerei, sondern weil du mich angegriffen hast. Ja, schon wieder Feuerspackos. Kann sich mal bitte irgendjemand so materialisieren? Das wäre sehr nett. Ich sehe dich doch. So. Pam! Das war's nämlich. Auch noch welche. Stirb! Gut. Aber sieht interessant aus, ne? Was ist das? Sind das alles so kleine Brennkammern? Aber immerhin gibt es ja Einzelzimmer. Da muss man dann auch mal so sehen. Oder auch nicht, wie ich mir die Wand so angucke. Aber Ketzerei, da könnte ich mir vorstellen, dass ich persönlich den Großteil der Seelen, die ich jetzt hier vielleicht treffen sollte, erlösen werde. Weil ich finde, also ich persönlich bin ja auch kein gläubiger Mensch, ne? Ich finde Ketzerei jetzt aber auch nicht so wild. Ketzerei bedeutet ja im Endeffekt einfach nur, man macht das vorhanden ja nicht mal schlecht, ne? Sondern man findet was anderes einfach nur besser. Oh, scheiße. Okay, das wusste ich nicht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Okay. Ich muss mich beeilen. Ich muss aus diesen Kammern raus. Ich hätte sie wieder anmachen können. Ach so, jetzt verstehe ich. Oh, ja, okay. Ach so, der ist im Feuer gelandet. Ich drücke immer die falsche Taste. Zack. Und du auch noch weg. Und du auch noch. So, das war's erstmal, okay. Da soll jetzt nichts spawnen hier. Spawn-Comics habe ich übrigens vorgestern auch mal wieder gelesen. Da habe ich mal rausgekramt. Das ist schon echt cool. Ah, cool. Neuer Coin. Aber nur eins. Weil ich war so abgefuckt von der Zockerei. Vermintide hat nicht geklappt. Dishonored hat nicht geklappt. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, mach's mal was anderes. Nein! Lass mich in Ruhe. Einmal mache ich den Fehler, das reicht. Zweimal brauche ich ihn nicht zu machen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich jetzt gleich, weil ich habe mir gerade mal meine Seelenanzahl angeguckt, mir jetzt nochmal das Level ab, das Energie- und Mana-Upgrade von der, Punish.
von der Holy-Seite geholt habe, dann dürfte ich eigentlich alle Power-Ups soweit haben, ne? Das heißt, dann könnte ich mich ein bisschen auf die Skills konzentrieren. Einzige, was noch interessant wäre, wäre wirklich 10% weniger Schaden zu erleiden, statt nur 5%. Hey! Hey, was geht? Not long after my own death, I saw a mighty one come down and take forth from here a group of ancient shades. Our first parent, his son, Abel, Noah, Abraham, and many others. The deep, foul valley trembled on all sides, and I thought the universe felt love. Und tschüss. Oh. Ein großes Gebiet offensichtlich. Gut, ich kann ja glaube ich schon nach unten, ne? Okay. Dann klettern wir wieder ein bisschen. Auch da hätte sich Zorn des Kodex meine Scheibe von abschneiden können. Guck mal, wie schnell das hier geht. Oh mein Gott. Ah, eine Seele. Hallo, was hast du gemacht? Imperator Frederik II., König der Römer mit einer niemals endenden Durst nach Krieg. Seine Seele, schwimmt im Kreis der Ketzerei. Wo denn der Ketzerei? Achso. Also in Bestrafung für seinen konstanten Krieg mit dem Papst und der Kirche. Finde ich jetzt nicht verkehrt grundsätzlich. Ne? Also gerade in der damaligen Zeit, ne, da war die Kirche ja schon etwas zu mächtig. Könnte man vielleicht meinen. Aber gut, der hat natürlich dann wahrscheinlich auch nicht nur gegen die Kirche gekämpft, sondern unter anderem. Ich überlege gerade ernsthaft. Ja, komm, weg mit dir. So. Ach cool, guck mal, und siehst du, schon haben wir ein neues Level. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes freigeschaltet? Tada, tada. Und schon habe ich wieder 10.000 mehr, die ich jetzt ausgeben kann. Wunderbar. Oh, mir fehlt sogar noch ein Zauber, sehe ich gerade. Mental Slap. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den hier. Holy Protection. Machen wir erstmal 10% weniger Schaden. Und darüber hinaus können wir jetzt nämlich noch nicht... Nein, noch nicht. Leider nicht. Scheiß. Okay. So. Gut, dann sind wir jetzt wieder auf der Holy-Seite. Holy Diver. Oh. Bitte? Ich hab dich nicht verstanden. Wow. Neuer Gegner-Typ. Ich hau dir einfach aufs Maul. Also geht auf jeden Fall bisher noch... Mag man deine Scheiße damit? Bist du doof oder was? Was sind das für Viecher, ey? Au! Mach sowas nicht. Okay, ich kann sie leider nicht erlösen. Ach cool, Upgrade. Ich komme direkt 15 von den Dingen, klar. Ah ne, es ist nur einer. Erlöse mich von dem Bösen. Bums. So agil. Agil kenne ich. Bitte schön! Okay, der scheint gegen Magie irgendwie immun zu sein. Oder gegen Fernkampfattacken vielleicht. Bam! Nicht schlecht. Der Teleporter war geil. Wow, okay, ich wusste nicht, dass er so lange mich anvisiert. Was ist das jetzt? Offenbar, okay. Sehr schön. Feuer. Fire! Ne, das ist auch Essig. Bisschen Mut zur Lücke, ne? Hat noch nie jemand geschadet. Und der nächste Speicherpunkt. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter auseinander als vorher. Kommt mir zumindest so vor. Bei der letzten Aufnahme, da wurden wir natürlich davon ja überschüttet. Okay. Oh, ja gut. Die nehmen wir natürlich auch mit, ist klar. Wie viel gibt es eigentlich so im Grunde? Habe ich noch nie drauf geachtet. Boah, gut. Ist jetzt nicht so viel. Aber kostet ja nichts, ne?
So, das sieht sehr zerstörbar aus. Oh nee, ich habe keinen Bock auf die Feuerspackos. Bums. Alter, auf damit. Erstmal den Fettsack hier kaputt machen. Und Kreuz ist Kreuz. Ich mag den Move wohl. Yay. Oh, muss das sein? Die mag ich nicht so gerne. Die sind zwar nicht so schlimm, aber schlimm genug, oder beziehungsweise nervig genug, um mir auf den Sack zu gehen. Ach, jetzt hat er solche Viecher auch noch beschwört. Schön. Ist immer was Neues. Ach, komm. Ah, die sind geschützt durch den auch noch. Das ist ja unglaublich. Das heißt, er schützt seine Kollegen durch meine heiligen Attacken. Das ist krass. Jetzt kann ich sie verletzen. Das ist mal was hier. Oh, danke. So. Aber halb so wild. Aber mit dir kann ich doch irgendwas machen. Oder nicht? Ah. Schön. Kam ich daher hier? Ich weiß das nicht.